Ja, heute bin ich mal im 21. Bezirke unterwegs. Ist ja toll hier, ne? Und schönen Tag. Ja, ich war testen heute in der Früh. Ja, auch an mir soll es nicht liegen. Heute war ich schon zwei Friedhöfe besuchen und ja, sehr schockierend, dass die Menschen alle so früh von uns gegangen sind und von uns gegangen. In dem Jahr 2021 weggegangen sind. Eine sehr traurige Sache. Moin, moin. Ja, heute war es irgendwie ein gemischtes Gefühl, bisschen Traurigkeit, aber ja. Genau hier um diese Ecke ist gestern einer von dem Gefängnis geflüchtet, von dem Weg zum Zahnarzttermin. Ja, man will vielleicht wieder länger sitzen, wenn man flüchtet. Fein gemacht, liebe Wirtschaftsministerin, fein gemacht. Wieder eine Hintertür gefunden, wo man die Menschen quält, wo man die Menschen erpresst und nötigt. Fein gemacht. Ja, am 19. Mai ist es wieder soweit. Da werden wir unsere Daten wieder preisgeben müssen, obwohl das eigentlich nicht in Ordnung ist, weil das Datenschutzgesetz es nicht hergibt. Und die Ausrede, ja, sie geben in Facebook auch ihre Daten ein, die kann man nicht stehen lassen. Da gebe ich ja keine Gesundheitsdaten an oder nicht, beziehungsweise gar nicht, ne? Und es geht den Wirten. Es geht dem Kellner, es geht im Grunde genommen niemandem was an, ob ich krank oder gesund bin. Wirte sollen lieber bei ihren Aufgaben bleiben, wo sie das Essen frisch zubereiten, wo man dann sich hinsetzen tut. Und ja, eine Frage, Frau Ministerin, schämen Sie sich nicht? Ich möchte einmal eine Antwort haben. Geben Sie sich einen Ruck und schreiben, anstatt hier zu schweigen, weil das zeigt mir, dass Sie überhaupt keinen Charakter haben und das ist schade. Politiker und Politikerinnen, die regieren, sollen auch auf Schreiben reagieren und sich nicht hinter der Mauer verstecken, weil es ist so ein Blödsinn, dass die Menschen sich das gefallen lassen müssen und sie haben sich somit wirklich mit der gesamten Bundesregierung ein Elfmeter-Tor geleistet, was leider daneben gegangen ist. Und noch einmal, schämen Sie sich nicht, weil es geht dem Arzt nur was an, ob ich gesund oder krank bin. Und dem Wirten und dem Koch geht es einen feuchten Kirch an, ob ich krank bin oder gesund. In ein Gasthaus möchte ich mein Schnitzel fressen und keine Gesundheitsdaten preisgeben. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Datenschutzbehörde, weil die wird irgendwann einmal aufspringen. Und ja, liebe Ministerin, Sie haben sich, wie gesagt, keinen Gefallen getan. Es wäre vielleicht auch praktisch, wenn Sie Ihre Koffer packen und gehen, weil diese Schikanen, die brauchen wir hier nicht. Wir brauchen die volle Freiheit und nicht die DDR-Zeiten, wo man andere kontrolliert. Völlig sinnlos, was sie da machen.
Fein gemacht, liebe Wirtschaftsministerin, fein gemacht. Wieder eine Hintertür gefunden, wo man die Menschen quält, wo man die Menschen erpresst und nötigt. Fein gemacht. Ja, am 19. Mai ist es wieder soweit. Da werden wir unsere Daten wieder preisgeben müssen, obwohl das eigentlich nicht in Ordnung ist, weil das Datenschutzgesetz es nicht hergibt. Und die Ausrede, ja, sie geben in Facebook auch ihre Daten ein, die kann man nicht stehen lassen. Da gebe ich ja keine Gesundheitsdaten an oder nicht, beziehungsweise gar nicht. Ne? Und es geht dem Wirten, es geht dem Kellner, es geht im Grunde genommen niemandem was. Jeder Zweier kennt das Licht und beginnt von was voran. Zurück in eine Zeit vor doch schon etlichen Jahren.